So, unkompliziertes, schnelles Blabla. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr mit Steam und VR zu tun habt. Was macht die Tante denn da? So, egal. Wenn ihr mit Steam und VR zu tun habt, ganz besonders mit Mixed Reality, dann kommt es oft gerne mal vor, dass Mixed Reality bzw. das Portal, das Microsoft-Portal, also das Cliffhouse, wie man es so schön nennt, dass das einwandfrei funktioniert und dann, ja, Steam das nicht erkennt. Ich schmeiß das einfach mal eben so an, aus Prinzip. Da könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, aber was soll's, ne? Also das Cliffhouse kennt ihr ja hier. Wupp, sagt er nur, ne? Ja, okay. Ich habe das Headset gerade irgendwo am Haken hängen. Da kommt natürlich nur unser bei raus. Also das hier kriegt man nicht zu sehen. Ja, das ist jetzt ja Steam VR. So, man kriegt ja nur dieses Cliffhouse von... genau, von Microsoft zu sehen. Ja, und stattdessen kriegt man hier unten nicht diese übliche Meldung mit einem grünen Headset und mit zwei grünen Controllern, sondern stattdessen sagt er in Knallrot, habe ich nicht gefunden, weiß ich nicht, nie was von gehört. Da habe ich mehrere Tage dran rumgedoktert, bis ich das wieder zum Leben erweckt hatte. Habe alle möglichen Tricks und Kniffe, die so im Internet gezeigt wurden. Ich bin da also weiß Gott nicht der Einzige, sondern eine ganze Reihe von Leuten wurden offenbar von diesem Fluch schon getroffen. Ja, und das hier ist die ganze Lösung gewesen. Wenn man nämlich irgendetwas startet, startet ja meistens Steam VR. Das habe ich auch deinstalliert und wieder installiert. Und das hier, das sieht man eigentlich gar nicht. Ne? Da taucht irgendwie nicht großartig auf. Jetzt habe ich nochmal geguckt. Moment, da war ja nicht nur Steam VR, da war ja noch ein zweites Programm, nämlich dieses hier, Windows Mixed Reality for Steam VR. Dann habe ich gesagt, ah, das ist in Bibliothek und jetzt verwenden. Dann habe ich es mal gestartet. Ja, und was passiert? Es fragt mich nach den Lizenzbestimmungen, die ich natürlich alle schon mal abgenickt habe. Aber hin und wieder kriegt Steam einen mit, vielleicht auch einfach durch ein Update. Und dann fragt er bei allen Programmen, auch rein aus Prinzip, einfach nochmal nach der Zustimmung der Lizenzbestimmungen. Wahrscheinlich ist da statt einem üblichen Sklavenvertrag dann ein besonders übler Sklavenvertrag draus geworden. Ja, und bei dem Ding hier fragt er halt nicht. Sondern man muss es dann wirklich händisch starten, ne, mit jetzt verwenden. Und dann kommt diese Abfrage, die man ja von allen anderen Spielen auch kennt. Stimmen Sie dem Lizenzvertrag zu? Und man, ja. Und siehe da, alles geht wieder, alles wieder gut, alles wieder fein. Prompt kann ich irgendwelche Aufnahmen machen, alles ist toll. Und ja, da macht man sich nur so einen Kopf drum, ne? Und vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt reichlich Anfragen. Woran liegt's? Warum konnte ich nicht? Und ich werde wahnsinnig. Ich habe dies installiert, das installiert, deinstalliert, wieder nochmal von vorne. Und ach, blablabla. Ja, das hier war die Lösung. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ne? Ja, bin ich sogar jetzt selber drauf gekommen. Alle anderen Lösungen haben mir nicht geholfen. Also schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe irgendwem damit geholfen. Oder wenn es denn doch mal passieren sollte bei ihm, dass er weiß, aha, guck da mal nach. Da war doch noch was, ne? Windows Mixed Reality for Steam VR und nicht nur Steam VR. Denn Steam VR taucht ja hier irgendwo auf. Ganz unten bei dem schäbigen VR-Kram. Steam VR, nein, hier nicht. Skid VR, ja, so auch alles Demos hier, oder fast alles zumindest. Oder ist das hier bei, ja, hier, Steam VR, ne? Das wird auch grün angezeigt, wenn es läuft. Und nur eben dieses Windows Mixed Reality Dingsbums, ja, da kommt keine Sau drauf. Ja, das war es auch schon, was ich erzählen wollte. Unwichtig, aber für mich war es sehr, sehr wichtig. Danke fürs Reinhören.